Also, ups, heute Aufnahme am Flugplatz Sperenberg. Das gehört noch zur Heeresversuchsanstalt Kummersdorf, beziehungsweise ist ziemlich nah dran. Dort habe ich auch versucht, zunächst hinein zu gelangen, aber ich sag's mal so, da haben mich die Mücken aufgefressen. Ich habe mir jetzt extra noch ein Mückenschutzmittel gekauft im nächsten Supermarkt, damit es so halbwegs geht, und habe dann jetzt quasi eher das Flugfeld angepeilt. Es gibt nämlich so einen Tankplatz vom Flugplatz Sperenberg, dann noch auf Flugplatz Sperenberg selber, mal aufs Rollfeld und die verbliebenen Gebäude. Und wenn dann noch Zeit ist, dann werden wir den letzten Teil der Heeresversuchsanstalt Kummersdorf, wo ich letztes Mal schon hier war, sprich hier wegen dem Mauspanzer und am nächsten Tag gegenüberliegende Straße, ist ja ein Riesenobjekt eigentlich alles. Da gibt es noch mehr, wie ich es mitbekommen habe. Und das könnte man sich dann auch noch krallen. Ich habe über Satellit geguckt, es sind ein Haufen Gebäude, die da sind. Ich werde mal gucken. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, meine Leiter nicht mitzunehmen, weil die auch ein bisschen was wiegt. Und das mache ich eigentlich erst, wenn ich im Nachhinein mal mitgekriegt habe, oh, da komme ich nicht rein, da will ich noch unbedingt rein. Ansonsten demobilisiert die mich ganz schön. Ja, und deshalb erstmal so. Es ist ja auch ein Stück zu laufen, muss man noch dazu sagen. Sollten irgendwie noch ein paar Goldschätze dabei sein, wo ich unbedingt rein will, muss ich halt den Weg zurück auf mich nehmen. Es reicht ja schon, dass ich die große Batterie bei mir im Rucksack mit Schrauben schleppe. Die wiegt jetzt vielleicht nicht so viel wie eine Autobatterie, aber es fehlt auch nicht so viel. Gut, und um da jetzt erstmal nur Wald ist, bis ich da bin, was ist das da vorne, eigentlich ein Jägerstand oder ein Schild? Ja, ich glaube, das ist aus wie ein Schild. Okay, vielleicht lasse ich das noch kurz an, aber wenn wir das dann mal gesehen haben, werde ich den Rest des Weges abschalten, und um Daten zu sparen und weil es ja auch nicht wirklich interessant ist, sage ich mal, das interessiert ja keinen. So. So, ne, scheint ein Jägerstand zu sein. Ist das auch ein bisschen so abgeplant, so dass sogar ich kaum sehen konnte, was es ist. Naja, hier stehen sie, sitzen sie, denke ich mal. Okay, gut, das wäre schon Ende Part 1. Ich melde mich, wenn ich da bin. Also Beginn Part 2. Ich bin dem Weg bis zu Ende gefolgt. Es hat auch geregnet, angefangen zu regnen, tut es immer noch, wie man merkt. Der Bereich ist abgezäunt, aber hier endet der Zaun und der Bereich aber nicht. Wie es immer so heißt, ne? Ruf immer rundherum, in der Regel findest du was. Na, schauen wir mal. Hier ist noch die Bahngleise. Wenn das ein Depot war, macht das ja auch Sinn. Haben sie es damit zum Flugplatz transportiert. Durch den Wald getragen haben sie es wahrscheinlich nicht. Mit der LKW ist es vielleicht auch ein bisschen wenig. Aber für Flugzeug. Aha. Ich habe das Gelände also gefunden jetzt wirklich. Schön. Aha.
Also zum Blick auf die Karte. Ist auch nicht verkehrt. Okay. Oh, dann könnte ich jetzt, ist halt obvious, also nicht zu 100%, aber so, was ich diesen räudigen Scheiß, also räudig ist er nicht, aber ich hasse es, ja, Pullover zu tragen, das ist, mir wird zu schnell warm bei sowas. Ich stoße viel Hitze aus. Jetzt wird es doch schon langsam interessant. Mal gucken, was war. Immer so ein Ding. Säubere ich jetzt die Linse? Das ist vielleicht das Wasser weg, wenn trocken zu sehen ist. Aber andererseits, vielleicht habe ich irgendwas aufgeschmiert. Oh. Weil ich mich mit Antimückenzeug eingedeckt habe. Ah, siehst du. Es ist Holz, aber es ist recht stabil. Aha. Das ist schon so ein Tank hier, wie es aussieht. Naja, reinleuchten tut jetzt nicht. Da reicht die Stärke der Lampe in der Regel noch nicht so. Obwohl, die ist eigentlich schon ziemlich gut. Ich denke hier um mich rum, das sind alles Tanks. Das wird die Show schon sein.
39, 38, 37 und so weiter. Muss auch ein Tank sein, ne? Sehen aus wie Reifen, was da steht von Weitem. Das sind Reifen. Das vermute ich auch. Ich laufe hier gerade im Kreis sozusagen. Ich bin schon fast wieder da, wo gestartet ist. Ja, ich glaube, das Lager wird sich tatsächlich auf sowas hier beschränken. Macht ja auch Sinn, sollte alles von der Luft aus nicht zu sehen sein. Hier darf nichts groß stehen. Ich denke mal, spielt sich alles unterirdisch ab. Und ich habe keinen Bock, jetzt in einen alten Öltank reinzukriechen. Niederlehme mal ausgenommen. Das ist wirklich, da ist wieder was zu sehen, eine Kleinigkeit. Da sind überall diese Pfropfen. Diese Tanks. Ui. Was ist das? Interessant, mysteriös, höchst instabil. Eine Erdung oder was? Oh, ein Gebäude. Obwohl, nee, ich bin nicht da, wo ich angefangen habe, weil ich bin ja irgendwo durch den Zaun oder hinter den Zaun. Das hier ist der offizielle Eingang, glaube ich. Nummer 4. Ja. Betreten verboten, Lebensgefahr. ja. Also der 3 laufe ich das schon eher ab.
Kann das da in den Keller gehen? Das Gebäude ist zwar hin, aber der Keller scheinbar noch da. Das Dach ist halt aus Holz, ne? Was willst du machen? Aber alles andere ist ja noch da. Okay. Sag mir jetzt nichts. Ein unterirdischer Fahrradraum. Aha, hier ist immer diese. Diese Sache von oben. Da latsche ich nicht drauf. Das ist mir zu klasse, Sir. Jemand von der Security folgt dir dadurch nicht. Aha. Das Dach ist oben sehr vertrauenserweckend. Ah ja. Oh, guck mal. Da sind oben noch Aufzeichnungen, also Bilder. Aus der Sowjetzeit. Auf Russisch. Aber ich gehe da jetzt nicht unbedingt näher hin. Der Boden hält mich nicht in das Dach. Naja. Oh, eine Garage. Abgetrennt vom Rest des. Naja, einfach nur eine Hütte. Rost von Schacht. Ah, ein Torfhäuschen. Haus.
Naja. VEB Schaltgerätewerk Werder. Leistung. Baujahr 1976. Tegel. Ampere. Oh. VEB Sachsenberg, Dresden, Niederseelitz. Das ist irgendwas mit der Höhe. Da offenbart sich wieder eine Bildungslücke bei mir. Ach, nass auf dem Kopf. Liter. Der stammt, glaube ich, aber nicht aus der Zeit, oder? Sieht ein bisschen zu modern aus. Made in GDR, doch. Das ist DDR-Zeit. GDR, German Democratic Republic. Für Exports wahrscheinlich. Deswegen auf Englisch. Gut. Naja. Laut. Ach, leck mich am Arsch. Laut. Wie weit habe ich denn jetzt zum Flugfeld? Ah! Ich muss eigentlich nur weiter in die Richtung. Eigentlich stehe ich schon davor. Wenn man so will. Ein bisschen durch den Wald. Geradezu. Naja, ich schalte ab. Sollte es zu lahmarschig werden jetzt. Auf dem Weg dahin. Man könnte meinen, man müsste den Schienen folgen. Oder? Aber zumindest den Weg. Hier war ich vorhin. Nummer 4, Nummer 3. Ich muss mich melden. Es ist soweit. Machen wir gleich mal für 15 Uhr den nächsten Wecker rein. Nicht wahr?
15 Uhr nicht geplant. 15 Uhr, dann ist es auch geplant. Oh. Jo, bin noch am Leben. Bin jetzt auf dem Weg vom Öl, also vom Tanklager zum Rollfeld. Ich melde mich 15 Uhr. Gut. Oh, das sieht alles sehr offiziell aus. Muss ich weiter in die Richtung? Eigentlich. Ach, komm. So wie es aussieht, kommt jetzt erstmal nichts Interessantes mehr. Ich glaube, ich schalte ab. Jo. Dann sagen wir mal, ich sehe hier eine lange Straße. Ich denke mal, da geht es Richtung Flugfeld. Ende Part 2. Da ist eine Mücke, sitzt direkt auf meiner GoPro. Fick dich. Fick dich. Alter, war die penetrant. Ende Part 2. Und ich schalte wieder ein, wenn ich auf dem Flugplatz bin. So, Beginn Part 3. Lief nicht nach Plan. Der Sicherheitsdienst hat mich erwischt. War aber ganz nett. Einfach gesagt, ich soll mich verpissen. So. Und weil ich jetzt nicht seiner empfohlenen Route durch den Tor gegangen bin, sondern durch den Wald, weil ich zu meinem Auto zurück bin, ja, muss ich jetzt halt hier durch und hoffe, ich kann mich dann verziehen. Ich wollte nicht sagen, ich muss da hin oder zu meinem Auto oder was weiß ich. Dann hat er mein Nummernschild. Das muss auch alles nicht sein. Also, ich probiere es jetzt so. Geh mal quer durch den Wald mit GPS bis zu meiner Markierung. Und dann verpisse ich mich von hier. Vielleicht habe ich irgendwo in der Nähe, außerhalb dieses ganzen Areals, ja noch was, wo man nochmal hingehen könnte. Aber hier bin ich fertig, immer bestreicht.